Wir Österreicher haben ein besonderes Talent. Wir bringen Dinge zusammen. Anstrengung und Entspannung. Arbeit und Genuss. Aber den Geschmack der Heimat in einem einzigen Schluck zu vereinen, das muss erst einmal einer zusammenbringen. Gut, besser, Gösser. Österreichs bestes Bier. Kia, ein Zeichen höchster Qualität. Der neue Sorento, jetzt noch perfekter, mit Allradtechnik aus Österreich. Bei Huber, Nickersdorf. Und Kia hat auch etwas zu feiern. Kia feiert heuer 20 Jahre in Österreich. Und aus diesem Grund gibt es für den Kia Rio, Kia Ceed und Kia Sportage ein umfangreiches 20-Jahre-Paket. Willkommen in der Welt von Kia. Bemerkenswert auch bei Kia unsere 7-Jahres-Garantie, welche sich bis 150.000 Kilometer erstreckt und von den Kunden sehr gut angenommen wird natürlich. Kia Huber Nickersdorf. Informieren, anschauen, probefahren bei Huber Nickersdorf. Ja, gefällt's mir. Ja, da gefällt's mir auch. Grüß dich, darf ich dir für ein Bier lohnen? Nein, aber darf ich dir für ein Kracherl lohnen? Das Gösser Bierkracherl für Erwachsene. Absichtlich alkoholfrei. Prost! Prost! So früher, jetzt das nicht geben. Gut, besser, Gösser Kracherl. Juri Nickersdorf ist ein Dienstleistungsunternehmen, das schon über 4 Jahrzehnte im Aufgabenbereich Kanal, Grubendienst, Muldenservice, Hochdruckreinigung mit zahlreichen Spezialfahrzeugen und gut ausgebildeten Mitarbeitern im Einsatz steht. Juri Nickersdorf, da sind Sie in guten Händen. Unser Schlagerspiel der Runde kommt wieder mal aus der Gebietsliga Mürz. Da wird an diesem sonnigen Wochenende die 15. Spielrunde ausgespielt. Und wir sind beim Derby Dragöss gegen Laming für Sie mit dabei. Im Herbst haben ja die Dragösser aus der Laming 3 Punkte geholt mit einem 6:4-Sieg. Das war ein Offensivspektakel. Und schauen wir, was heute bei diesem Spiel herauskommt. 300 Fans sind zu diesem Derby auf die Dragösser Sportanlage gekommen. Der kleine Leo ist mit 1,5 Jahren der jüngste Dragöss-Fan. Die Fans erwarten sich heute ein tolles, kampfbetontes Derby. Für den neuen Laming-Trainer Toni Kaiser ist das erste Derby und wahrscheinlich auch das letzte. Ja, Timo, was sagst du zum Derby heute Dragöss gegen Laming? Das wird wieder eine heiße Partie. Ja, besser wie alle Jahre, glaube ich, ist das eine sehr heiße Partie. Es ist sicher wieder ein Derby mit besonderen Flair und ich glaube, es wird der, was den größeren Kampfkraft hat und der, was sich mehr reinhaut, der einfach schaut, dass man gut Spiel macht, der wird heute die Partie gewinnen. Wir sind natürlich auf Sieg eingestellt, wir haben eine schwere Anfangsphase hinter uns, zweimal absagen müssen, leider schneebedingt, heute ist es schön, dann in Bruck verloren, schlecht gespielt, jetzt müssen wir da heute was gut machen. Laming in Grünspielen startet da gleich mit einem guten Angriffsversuch, holt Ecke raus, der Eckball bringt nichts ein. Thomas Griesmeier zündet da den Turbo, wird aber unsanft gestoppt. Für Kalli Stadler gibt's für dieses Vergehen den gelben Karton. Die Laming St. Kathrainer haben den besseren Start erwischt. Mali testet damit Freistoß den Dragöss-Tormann. Laming sehr druckvoll, wieder mit Angriff über Markus Kramer. Kramer geht da zu Boden auf der 16er Linie. Schiri Zötsch lässt weiterspielen. Die Entscheidung durchaus in Ordnung. Dragöss wird munter, versucht's da mit Hannes Bolarus Schuss. André Ristieu im Laming-Tor hat noch nicht viel zu tun, wirkt aber bisher sehr sicher. Laming mit gefährlichem Vorstoß. Griesmeier wird da gut bedient, vergibt da aber die gute Gästechance. Den Stefan Hochsteiner hat's da erwischt, aber genau dort, wo es am meisten wehtut. Ganz knapp vor der Pause gibt's langen Dragössball in den Gästestrafraum und da ist vom Laming-Abwehrspieler die Hand dabei. Das gibt natürlich Elfmeter. Christoph Ebner tritt an und verwertet sicher zum 1:0 für Dragöss. Ja, und mit diesem 1:0 Vorsprung geht's auch in die Pause.
Der Dragösser Fußballverein hat viele ehrenamtliche Mitarbeiter und an der Kantine, der ist die Silvia Riegel, die arbeitet schon 20 Jahre für den Verein, betreut die Gäste und die Sportvereinbesucher aufs Beste. Für diese tolle Arbeit kriegst du 2 Thermenkarten der Therme Aqualux Fonsdorf. Gratulation! Wunderbar, danke recht schön, aber ich mache es auch so. Dragösch startet gut in Hälfte 2. Oldboy Richard Graf mit gutem Pass auf Kasa, aber Kasa ist da im Abseit. Der Schiri hat das richtig gesehen. Laming drückt da aufs Gas, Polarus entschärft da im Tor einen Laming-Kracher. Darauf wieder die Gäste mit Steilpass auf Aftiu, der geht nach Hochsteiner Attacke in Dragösch-Strafraum zu Boden. Das gibt Elfer für Laming. Schiungliu tritt an und verwertet zum 1:1. Alles wieder offen in diesem Match. Das Match wird nun härter, ist hart umkämpft. Laming heute besser als Dragösch, wieder in Vorwärtsbewegung. Dragösch bringt da den Ball nicht weg, das Leder kommt zu Max Voller und der trifft mit gutem Schuss. Spielstand 2:1 für Laming, die Freude natürlich riesengroß. Hannes Bolarus stemmt sich da der drohenden Niederlage entgegen, setzt sich gut durch, aber der letzte Ball, der kommt nicht an. Aber die Laminger, die bringen den knappen 2:1 Vorsprung ins Trockene. Das war's mit dem letzten Derby der Gebietsliga Mürz. Laming schlägt Dragösch verdient mit 2:1. Darf heute feiern. Da gibt's noch einige schöne Bilder zu genießen. Ja, Dani Bichler, ich gratuliere zu diesem Derby-Sieg. Das war heute eine super Stimmung. Viele Zuseher da und das Derby hart umkämpft. Ja, ich glaube, dass es von Anfang an eine sehr ausgeglichene Partie war. Wir haben dann kurz vor der Pause den dummen Elfmeter gekriegt, war leider Hand, muss man zugeben. Haben uns dann nach einer Kabinenpredigt durch unseren Trainer, Lob auch nach Herrn, haben uns wieder zusammengekraft, sind rausgekommen, haben gesagt, es steht 0-0 für uns und haben das im Prinzip 2-0 in der zweiten Halbzeit für uns entschieden und mit einem Endergebnis von 2-1 sind wir der glücklichere Sieger heute. Ja, der Toni Kaiser ist ja im Winter gekommen zu euch, zu Laming, hat euch da übernommen und mit dem Toni Kaiser kommen auch die Punkte. Ja, es scheint so. Er bringt uns auf eine Erfolgswelle, sage ich jetzt einmal so, und es kann nur so weitergehen hoffentlich. Ja, enttäuscht ist natürlich der Martin Hochsteiner, der Dragösch-Kapitän. Ja, natürlich sehr enttäuscht. Nicht? Wir haben uns von unserem Heimspiel mehr erwartet eigentlich. Wollten die 3 Punkte unbedingt haben, ist sie leider nicht ausgegangen. Ja, ein bisschen mitgespielt hat natürlich die Abwehr. Da waren ja ein paar tiefe Bäume da beim Angriff der Laminger und da war es ja ein bisschen offen. Ja, wir sind dann relativ hoch gestanden, haben uns dann, so wie von Kriesmeier da, der was schnell über die rechte Seite kommt, von einer Sicht aus, haben wir ein bisschen unterschätzt, sind wir zu hoch gestanden und sind dann eigentlich immer in Bedrängnis gekommen ein bisschen. Ja, zum Schluss hat man noch einmal angedruckt, aber der Ausgleich ist nicht mehr gefallen, es war wie vernagelt. Ja, wir haben alles probiert, wir haben alles gegeben, jetzt sind wir eben da hinten 3 mit den anderen Mannschaften zusammen. Jetzt können wir noch das Beste draus machen und hoffen, dass wir bei den nächsten Match punkten. Das wünsche ich auch. Danke.